Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Hochzeitsmesse TV. Bei der Frau hier kann man sich nur als Prinzessin fühlen. Sieht sich jemand mein Diadem an? Hallo, Frau Stadler. Hallo. Sie bieten ja alles an, was sich eine Frau nur wünschen kann, wenn sie heiratet. Hochzeitskleider und was noch? Hochzeitskleider, Abendkleider, Cocktailkleider, Accessoire, alles, was die Braut braucht. Und sowas natürlich auch. Ist das noch sehr gefragt? Immer wieder. Das kommt immer drauf an. Es ist Schleier gefragt, es ist Diademe, also alles Mögliche. Was ist das Besondere an Ihren Hochzeitskleidern? Also meine Hochzeitskleider ist das Besondere, dass wir nach Maß anfertigen. Erstens einmal hat die Braut nicht jeder die optimale Figur und sie kann trotzdem bei mir ein schönes Kleid bekommen nach Maßanfertigung. Und was noch sehr positiv ist, ein Stangenwarenkleid muss man nochmal ändern. Da passen oft die Proportionen nicht. Wir machen von Maß an, also von Grund an, hundertprozentig. Und da kommen keine Kosten mehr auf die Kundin zu. Wie lange vorher muss man, also wenn man jetzt im August heiratet, wie lange muss man dann vorher bei Ihnen das Kleid anfertigen lassen? Die meisten geben sich sehr viel Zeit, also ein halbes Jahr. Ich habe auch viele, die heiraten erst nächstes Jahr kommen schon. Aber von der Zeit her, wenn es arg pressiert, auch für Schwangere, schneidern wir innerhalb von 4 Wochen. Oh, so schnell? Ja. Sie haben ja jetzt auch diese wunderschöne Modenschau ausgestattet mit den Models. Nach welchen Kriterien haben Sie jetzt für diese Modenschau die Kleider ausgesucht? Erstens mal nach den Models und ja, es ist also alles gefragt, die Mode, und da gibt es so viele Sachen und es ist einiges dabei, wo jeder sagt, aussuchen kann, also sehr vielfältig eben. Es ist ja auch immer mehr der Fall, dass Frauen auch tätowiert sind, auch obenrum an den Schultern, an den Armen. Wollen die das dann auch zeigen oder wollen sie es eher bedecken? Also viele, die stehen, glaube ich, zu ihrem Tattoo. Ich übrigens auch. Und, sehr sexy eigentlich. Ja, und gut, es gibt schon, das sind aber eher die Muttis dahinter, dass sie dann sagen, in der Kirche ziehst du mir aber ein Jäckchen an. Ja. Gell? Ist das immer noch so? Ja. Aber die Kirche selber verlangt das ja nicht eigentlich, oder? Nein, die Kirche nicht. Aber wie gesagt, die Mamas, die sind da schon, da muss auch vorne bedeckt sein, die sind da schon dahinter. Ja. Wo findet man Sie? Ich bin in Türkheim, das ist an der A96. Wo genau? In der, die Straße, die Maximilian-Philipp-Straße 17. In? In Türkheim. Haben Sie da eine Postleitzahl für unsere Zuschauer? Ja. Da muss ich erst gucken. Das ist in 86842 Türkheim. Haben Sie auch eine Internetadresse? Ja. Das wäre www.sonjasbrautatelier.com und unter sonjas-stadler@yahoo.de. So, liebe Zuschauer, jetzt wissen Sie Bescheid. Wenn Sie ein wirklich maßgeschneidertes Brautkleid möchten, dann müssen Sie sich an die Sonja Stadler wenden, denn da kriegen Sie es sogar als Schwangere. 4 Wochen vorher. Dankeschön. Danke auch.